In diesem Mastery-Video wollen wir uns mit einer bisschen komplizierteren Aufgabe beschäftigen. Aber keine Sorge, gemeinsam schaffen wir es. Außerdem bist du ja schon bestimmt ein Profi mit dem Satz von Pythagoras. Und wir wollen jetzt in diesem Video nämlich die Raumdiagonale eines Quaders ermitteln. Und dieser Quader, den wir uns dazu näher ansehen, ist 30 cm lang, 20 cm breit und 10 cm hoch. Ich habe den auch schon hingezeichnet. Und die Raumdiagonale habe ich auch schon eingezeichnet. Das ist nämlich die graue Linie, die von dem einen Eckpunkt zum anderen quer durch den Quader geht. Damit du das Ganze besser vorstellen kannst und einen besseren Überblick hast, würde ich dich mal bitten, dass du dir eine Schachtel, eine Schnur und ein Klebeband holst und dir das Ganze nachbastelst. Bei mir sieht das so aus. Das heißt, ich habe die Schnur da oben im Eckpunkt befestigt und dann da unten im Eckpunkt auch nochmal. Drück hierfür auf Pause. Sehr gut. Jetzt hast du bestimmt schon eine gute Vorstellung, was diese Raumdiagonale ist. Denn die Raumdiagonale ist ja jetzt die Schnur, die du im Quader von dem einen Eckpunkt bis zum anderen Eckpunkt quer durch den Quader gespannt hast. Und jetzt würde ich dich bitten, dass du dir noch eine Skizze machst, die Werte des Quaders in die Skizze einträgst und mit Hilfe der Skizze und deiner gerade gebastelten Schachtel und Raumdiagonale dir eine Lösungsstrategie überlegst, wie du die Länge der Raumdiagonale ermitteln kannst. Beachte, wir sind beim Thema Satz von Pythagoras, das heißt, du wirst ihn wahrscheinlich benötigen. Und als kleiner Tipp, du brauchst ihn sogar zweimal. Drück hierfür auf Pause. Sehen wir es uns an. Ich habe jetzt einmal die Werte des Quaders in die eine Skizze eingetragen und dann noch eine zweite Skizze hingegeben. In dieser Skizze habe ich ein rechtwinkliges Dreieck eingezeichnet. Und wie das genau aussieht, sehen wir uns jetzt noch in einer GeoGebra-Datei an. Hier sehen wir jetzt den Quader und die Raumdiagonale d und das rosane rechtwinklige Dreieck. Wenn wir uns jetzt das näher ansehen, stellen wir fest, dass die Grundflächendiagonale e erforderlich ist, damit wir mit Hilfe der Höhe uns die Raumdiagonale d ermitteln können. Und die Grundflächendiagonale können wir ja mit Hilfe von L und B ermitteln. Das heißt, wir benötigen zwei Schritte, um die Länge der Raumdiagonale ermitteln zu können. Nämlich, wir müssen einmal die Länge der Grundflächendiagonale E ermitteln und dann im nächsten Schritt ermitteln wir die Länge der Raumdiagonale D. Und dafür drück jetzt auf Pause und probier dich aus. Schauen wir es uns gemeinsam an. Ich habe die Schritte 1 und 2 separat aufgeschrieben. Hier sehen wir jetzt gut, dass es sich wirklich um ein rechtwinkliges Dreieck handelt, wo die Hypotenuse die Grundflächendiagonale e ist und die Katheten b und l sind. Und wenn wir jetzt unsere Werte einsetzen, erhalten wir 20 Quadrat plus 30 Quadrat ist e Quadrat. Das können wir jetzt umdrehen, dass e Quadrat auf der linken Seite steht. Dann können wir das ausrechnen und zusammenfassen und halten für e Quadrat gleich 1300. Und jetzt müssen wir noch die Wurzel ziehen und wissen schon, welche Länge die Grundflächendiagonale e hat. Wir haben hier jetzt h Quadrat plus e Quadrat gleich d Quadrat und das e Quadrat wissen wir ja schon. Das h können wir auch einsetzen. Also erhalten wir dann 10 Quadrat plus 1300 gleich d Quadrat. Und das drehen wir wieder um und können zusammenfassen, dann halten wir für d Quadrat gleich 1400. Jetzt ziehen wir die Wurzel und wissen somit, dass d circa 37,4 cm lang ist. War doch gar nicht so schwer, oder? Wir haben einfach zweimal den Satz von Pythagoras angewandt. Einmal haben wir uns die Grundflächendiagonale e ermittelt und mit der Länge der Grundflächendiagonale e und der Höhe haben wir uns dann die Raumdiagonale d berechnet. Und jetzt wollen wir noch eine allgemeine Formel aufstellen, wo wir das immer dann machen können. Probier es selbst, verwende dazu vor allem die beiden Formeln, die wir am Anfang aufgestellt haben, und drücke auf Pause. Und dazu
behalten wir einfach die Formel und die Formel und geben mal den Rest weg. Jetzt setzen wir die eine Formel in die andere ein, da eben bei beiden e Quadrat steht und wir wissen ja, b Quadrat plus l Quadrat ist e Quadrat. Also können wir auch b Quadrat plus l Quadrat für e Quadrat einsetzen. Dann erhalten wir h Quadrat plus b Quadrat plus l Quadrat ist d Quadrat. Drehen das Ganze um und ziehen die Wurzel und sind auch schon fertig. Ja, so einfach ist es. Also die Raumdiagonale, die Länge der Raumdiagonale d können wir ermitteln, indem wir die Wurzel von der Höhe Quadrat plus der Breite Quadrat plus der Länge der Quadrat des Quaders rechnen. Und das ist doch gar nicht so schwer. Jetzt wollen wir die Formel aber noch anwenden. Messe dazu die Schachtel, die du verwendet hast, vor, ab und überprüfe es, ob die Schnur wirklich so lang ist, wie die Rechnung ergibt. Drück hierfür auf Pause. Also meine Schachtel ist 30 cm lang, dann 23 cm breit und 10 cm hoch. Wenn ich jetzt die Formel verwende, also Wurzel aus h² plus b² plus l² für die Raumdiagonale d, dann erhalte ich 39 cm und ich habe vorher schon meine Schnur abgemessen und die ist tatsächlich 39 cm. Also von dem einen Eckpunkt bis zum anderen Eckpunkt sind es 39 cm. Ist doch wirklich cool. Das heißt, wir können uns jetzt von jedem beliebigen Quader die Raumdiagonale ermitteln. Ich hoffe, dass du in diesem Video viel lernen kannst. Bis zum nächsten und auch letzten Video.